die produzieren wir aber schon irgendwo oder nicht. Also unten weiß ich es, aber hier oben. Na, ich glaube, ich bin schneller, wenn ich es unten raussuche. Dum, 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 dum. Wo Motoren? Hier. Sehr schön. Viel Zeug brauchen, glaube ich. Haben wir noch Radar-Roboterhanger? Ist der 1, 2 rechts? Schaut so aus, ehrlich gesagt. Ja. Roboterabdeckung. Dann sollte ich vielleicht nämlich irgendwann die Kollegen geliefert bekommen. Hier reinbringen. So, du fährst Eisen 1. Eisen Drop-Off 2. Refuel. Genau, dann. Viel Spaß. Ich nehme an, das Ziel ist voll, weil da wer steht. Niemand mehr. Wir brauchen definitiv mehr Nachladeziele zum Aufladen. Okay. Stein und Eisen. So, dann verlängern wir erstmal hier die Kollegen. Plastik haben wir hier zumindest nicht. Gut. Stein und Eisenrohr.
Okay. Ich habe mal wieder keine Belts auf Lager, außer rote. Die verwenden wir noch nicht. Super, ne? Wie schauen wir hier aus? Es wird langsam. Die Chests stellen wir später auf. Sind da welche dabei eigentlich? Logistikkisten? Nee, ne? Interessant. Was haben wir dann hier eigentlich? Beton, ne? Und Stahlbeton. Cool. Und hier haben wir. Ach, Beton. Ja, ja. Ah, wir sind auf dem Weg zu mir. Mit neuen Förderbändern. Es schadet nicht, wenn man manchmal ein wenig rumsteht, ne? Eisen und Stein. Schließen wir den Kollegen noch ein wenig weiter herunter an. Oh Gott. Ja, ich habe keine Underground-Belts. Kann ich welche craften? Ja, kann ich. Perfekt, auf eine Seite Stein. Genau, und auf die andere hauen wir das Eisen drauf. Das hier schon sehen. Wartet, hier müssen wir durch. Ja. Ach komm. So eben. Okay. Wo ist mein Eisenohr? Muss ja auch irgendwo rumfahren, der Zug. Der hätte schon längst was liefern können. Ah, sehr nice, er wird gleich auftauchen. Da haben wir schon mal einen Teil angeschlossen, ne? Okay, dann hier brauchen wir Steine. Nein, das sind die falschen Steine. Die Steine meine ich.
Yep. Juhu, wieder mal keine Underground-Belts. Jetzt immer eins höher, ne? Ah! Eins tiefer. So. Dann kommen wir genau hier raus. Gut, dass man auch am Charakter immer noch craften können. Steine angeschlossen. So, als nächstes brauchen wir Kupfer und Stahl. Dann brauchen wir Eisen und Wasser. Weil ich sie zufällig gerade sehe. Okay, was haben wir jetzt gesagt? Kupfer und Stahl, ne? Ja. Kupfer und Stahl. Ja. Okay. Habe ich natürlich auch eine Idee, glaube ich zumindest. Eine Seite und das Kupfer müssen wir jetzt auf die andere bringen. Ja, perfekt, würde ich sagen. Nein. Nicht ganz. Doch, das müsste aber gehen, oder? Ja, doch. Kupfer und Stahl. Perfekt, würde ich sagen. Zweites Gerät angeschlossen, ne? Mhm. Okay, jetzt müssen wir noch Eisen anschließen. Dann haben wir es langsam aber sicher wirklich und auch die Fabrik angeschlossen bis aufs Wasser. Hier und
eins tiefer. Ich habe mal wieder keine Fließbänder. Dann ist nur mehr das Wasser anzuschließen. Sehr schön, da haben wir Eisen angeschlossen. Ich glaube es ja kaum. Hier zum Verstauben mehr oder weniger wieder das Ganze. Okay. Damit fehlt uns nur mehr das Wasser. Wie schauen wir jetzt eisenmäßig aus? Eigentlich. Ja, besser auf jeden Fall. Strommäßig schauen wir dafür kacke aus, ne? Ja. Flammenwerfergeschütze machen wir da. Haben wir natürlich noch nicht freigeschaltet. Brauchen wir auch noch nicht, würde ich behaupten. Machen wir ein paar Eisenkisten neben. Fast Rohre automatisiert, ne? Ich glaube, wir haben Rohre automatisiert. Nice. Das heißt nämlich, die Kollegen können sich hier beim Bau selbst versorgen. Aufzustellen. Wir müssen nur mehr Wasser reinbringen. Zugsignale. Die sollten wir gleich anfordern auch. Haben jetzt alle angeschlossen, ne? Die Kleinen noch nicht. Haben wir ja schon, ja. Sehr nice. Fehlt hier drüben noch was, außer die Kisten, die hingestellt werden müssen? Für Beton und Stahlbeton.
hier alles an roten Kisten? Chemiefabriken noch nicht, Alter. Wir brauchen nie wieder nur irgendein Bauteil selber bauen. Hier haben wir Tanks. Dann haben wir hier Tankanhänger. Normale Anhänger. Pumpen, andere Chemiedinger. Hier hätten wir die Flammenwerfer, wenn wir welche hätten. Da oben haben wir Züge, Pumpchecks, also Dingspumpen. Na, hier haben wir die Hochöfen, die wir noch gar nicht im Einsatz haben, aber was wir vorbereitet haben, ist vorbereitet. Ach, das sind die, nicht die Dampfmaschinen, sondern die anderen Teile. Nicht Dampfmaschinen. nice. Hier haben wir Rohre noch. Sehr cool. Und die Kleinen, da haben wir gerade keine Auflage, ne? Naja, macht nichts. Damit bekommen wir Rohre abgeliefert. Da oben haben wir noch die Dampfmaschinen. Hier können wir noch Öfen reinmontieren. Und jetzt haben wir alle Kisten mit Logistikkisten ersetzt. Nein. Ja, hier die Dampf. Die Flamethrower, die wir eh nicht produzieren, weil wir es nicht können. Pumpen, Chemiezeug, wir haben echt jetzt alles hier vorbereitet. Sehr nice. Cool, das war jetzt das dritte Teil hier drinnen, ne? Ja. Was haben wir hier drinnen? Ach, das Zeug einfach in Rot, ne? Wir haben noch keine Assemblermaschine in V3. Zahlt sich also noch nicht aus. Warten, bis die fertig sind. Ich will die unten ins Inventar legen auch. Auf den Quick Access. Diese Roboter. ja gut, dann nicht. Noch nicht. Wir haben immer noch ein Eisenproblem, ne? Ein gewaltiges.
Naja, ein gewaltiges Eisenproblem. Das man auch gar nicht so einfach lösen können, wenn wir uns ehrlich sind. Weil die Schmelzanlage hier steht, ne? Und wir mit rotem Pelz eine neue Schmelzanlage bauen müssten, sollten, könnten, wollen. Die Kollegen haben jetzt übrigens auch überall gebaut, ne? Und auch das Zeug. Die werden wir dann mal irgendwo verkaufen, glaube ich, die Strommasten, die kleinen. Warum sind hier Logistikroboter drinnen? Und ein Roboport, cool. Ja, wir sollten die Kisten alle, die Lagerkisten eigentlich alle umstellen, ne? So. Und dann hier draus die Anbieterkisten machen. Damit das Zeug wegkommt. Okidoki. Hier wäre Platz für den Eisenschmelzer, ne? Und dann einfach hier reinfeeden oder so. Lasst mal eben, das können wir zumachen, den Tab können wir zumachen, den lassen wir mal offen, Red Green Circuit lassen wir offen. Einen Smelter brauchen wir. Genau, den Smelter, dann gibt es den Smelter, dann gibt es den Smelter, dann gibt es den in Rot mit Hochöfen. Ja, das ist alles mit dem Powerpost, die ich gerade losgeworden bin, oder? Ups. Was ist das hier? Das schaut ja wild aus.